dann mal zum nächsten Thema. Hier ist eine Höhle. Mann, wo habe ich mein Schwert? Das ist natürlich dumm. Also was essen, ja. Dann mache ich hier mal zu. Aber wir haben es zumindest da doch das Eisen gesichert. So, jetzt müsste ich da durch irgendwie. Hier ist aber eine ziemlich große Höhle. Kann man die irgendwie links umschiffen? Ich glaube, das geht. So, da gehen wir ja mal 10 rüber. Dann gehen wir rechts rum. Ey, das ist aber jetzt wieder ein bisschen aufregend, ja. Fast ein bisschen zu viel. Und meine Dinger sind alle. Da muss ich dann direkt mal hier ja, okay, machen wir das mal. Wir machen erstmal hier unsere Werkbank hin. Hier mache ich mal ganz dicht. So, die Werkbank hier hin. Wo ist sie? So, dann brauchen wir eine Kiste. So, Kiste. In die Kiste kommt Kobbel rein, nicht wahr? Kobbel, 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 Kobbel. Brauchen wir ja nicht. So, den Kobbel, da nehmen wir mal einen Stack mit. So, was haben wir hier noch? Kobbel. Was ist das? Andesit, Diorit, Granit können wir gebrauchen. Gravel, also Kies, Eisen haben wir schon mal über einen Stack. Das ist gut. Dreck brauche ich auch nicht. Weg damit. So. Und dann gehen wir. Ja, dann wollte ich mir. Die bleibt einfach hier stehen, das Ding, nicht? So, dann mache ich mir so ein paar. Fackel, 34. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Nehmen wir das Ding wieder mit. Und dann geht es hier links um die Ecke. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter rein. Dann kann es sein, dass ich dann an der Höhle vorbeikommen kann. Eine große Höhle hier. Eieiei, die sieht sehr groß aus. Also gehen wir mal hier nach der Seite weiter rein. Dass wir vielleicht zwischen den beiden Höhlen durchkommen. Mal gucken, ob das funktioniert. So aus. Hier ist
Eine kleine Höhle. Oder? Na, das ist der Rest von der großen. Da können wir aber hier so zumachen. So, dann können wir hier das Eisen abkloppen. Quatsch, Eisen, das ist Kohle. Nächstes Thema ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es sein kann, dass ich da in einen Kriminalfall verwickelt werde. Nicht, dass ich irgendwas Kriminelles gemacht habe, aber ich habe doch letztens mal was erzählt von diesen K-Pop da, ne, von diesen koreanischen Popgruppen, von den Fans und so weiter. Und da ist mir dann eine Freundin gesagt, guck dir das, die ist also richtig, habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, ne? Die ist ja richtig begeistert auch von koreanischer Popmusik, weil sie halt Fan von irgend zwei bestimmten Gruppen sind und ist und weiß ich ja. Man sagt so, guck dir mal dieses Video da an. Was es für Fans gibt. Oh, da kommt er von oben rein. Das ist ja, erinnert mich an die Insel. Insel 5. Gut. Dann gehen wir eins tiefer. Mir noch mehr Höhlen. Ah, hier ist ja alles voller Höhlen. Echt wahr. Nee. Das ist mir jetzt aber wirklich... Was sind wir denn da? Da sind wir. Das sind riesen Höhlenprodukt-Dinger da, ne? Da muss ich doch weiter nach hier rüber. Und dann darum gehen wir da den anderen Gang wieder rein. Gehen dann da weiter. So. Ach nee, hier wollte ich ja. Hier hatte ich ja gesagt, hier gehst du nicht lang, weil hier auch Höhle ist. Hm. Okay, dann machen wir das halt anders. Tschüss. Kiste. Ich habe keine Lust auf Höhlentour. Ich bin nur wieder zurück nach Hause. Ich will nach Hause. So, aber Eisen ist natürlich auch eine feine Sache. Also den gehen wir jetzt dann mal hier und gehen jetzt mal nach rechts rum. Hier. Irgendwie, ich habe einfach mal angehalten. Ja, und da hat sie gesagt, da ist ein Fan von der Gruppe Fan, Anführungszeichen, die ja ein Stalker der Gruppe immer hinterher läuft, ne, weil hat sie mir als Negativbeispiel für den Fan, in Anführungszeichen, für die Fankultur in. Was ist denn das hier heute? Ich bin hier heute nur mit Höhlen konfrontiert. Wenn das so geht, dann geht es ja noch.
Ja, und da hat sie mir dann als Beispiel gesagt, ja, guck dir das mal an hier. Da ist einer, der ist zwar wahrscheinlich ganz nett, der ist aber ein bisschen überdreht, ja. Sagt, er wäre verliebt in eine dieser Sängerinnen von dieser einen Gruppe da. Und hat dann gesagt, ja, er war in Korea gewesen und hat da immer in dem einen Viertel gewesen, ja, wo die Firma da ist, und dann wollte er der einen Sängerin ein Geschenk machen, aber die Sicherheitskräfte lassen ihn ja nicht zu ihr, und er möchte doch bitte, dass sie dann auch ja sozusagen dann ihm mal schreibt, denn er weiß ja, dass sie ihn liebt. Ich wäre mir da nicht so sicher an seiner Stelle, ehrlich gesagt. Aber er weiß, dass das, und deswegen wird er auch nach Korea zurück. Das ist völlig klar, denn sie werden nur zusammen glücklich. Und sie weiß das auch. Sie wird nur von ihren Bodyguards oder was auch immer daran gehindert, jetzt mit ihm Kontakt aufzunehmen. Dann hat er es sogar geschafft, in ein Flugzeug zu kommen, in die Business Class, wo die von Japan nach Korea geflogen sind. Und dann wollte er, das ist sogar in der Deutschen Welle, ja, www.dw.de, also Deutsche Welle.de, das Auslandsnachrichtenportal für Auslandsdeutsche, sag ich mal, oder für, wow, da ist schon wieder eine Höhe. Aber die geht ja gerade noch. Das ist ein See, das ist keine richtige Höhle in dem Sinne. Das ist ein schöner See. Ein tiefer See sogar. Da ist gar nichts drin an Gesocks hier. Aber den Rohstoffe auch nicht. Okay, prima. Ja, das ist doch mal freundlich hier. So, dann mache ich mir noch mal wieder ein paar Fackeln. Nicht so, ach, da haben wir ja noch 64 Sticks, habe ich gar nicht gesehen. So, da haben wir mal hier. Da kriegst du echt das Grausen hier. So, jetzt wo, was wollte ich jetzt machen? Also, sag mal 10 mal Kohle und dann daraus 40 Fackeln. Ja, dann sagt sie, guck dir das mal an. Und ich habe den gehört, hat dann auf Englisch gesprochen, da denke ich nur, das hört sich doch an wie Deutsch, ne? Deutsche Aussprache oder Englisch von einem Deutschen gesprochen. Ist ja unverkennbar, ja? Wir haben ja mit Deutschen reden ja Englisch nicht so wie ein Engländer, du hörst das sofort. Ob das ein Deutscher ist, es sei denn, der hat vielleicht in Oxford studiert und hat Englisch als sozusagen zweite. So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt müssen wir hier das Ganze umschiffen. Fahren wir noch mal ein bisschen breiter und dann gehen wir nach rechts rum. Da ist der See. So, da kommen wir dann auf diese Festung, die wir ja ausgeleuchtet haben. Und dann können wir uns da rechts dran vorbeigraben, sag ich mal. Ja, und dann hat er gesagt, er muss dahin und er hofft, dass das Corona-Gedöns bald vorbei ist. Sonst muss er dann auch noch die Dings hier, wie heißt es? Quarantäne bezahlen und all sowas, ne? So, hier können wir mal rechts rum.
echt wahr. Geht einem sowas von auf den Geist. Aber wir haben schon fast anderthalb Stück Eisen. Das ist schon mal fein. Aber mit diesen Geräuschen. Ah. Ja, und dann habe ich mich da mal zu erdreisten lassen, habe ihm einen Brief geschrieben. Er soll doch nicht so traurig sein, nicht wahr? Er soll doch. Er hat gesagt, ja, wenn sie jetzt. Er möchte gerne, dass sie ihm schreibt, nicht? Denn damit sie dann selber sozusagen erwachsen genug ist, sie muss ihm doch schreiben dürfen. Und da habe ich ihm dann geschrieben. Hatten seine Videos immer unten, damit sie auch Kontakt zum Aufnehmen, seine E-Mail-Adresse angegeben. Und da habe ich dann dahin geschrieben, habe gesagt, ja, aber bleib doch ruhig. Ich meine, sie wird ja schon schreiben. Mach noch ein Video, sag, dass sie dir schreiben soll. Wenn sie dir nicht schreibt, wird auf jeden Fall warten. Und dann soll er halt mal warten, bis alles vorbei ist, die Corona-Krise. Und nehmen wir mal an, wenn sie bis da nicht geschrieben hat, okay, dann hat sie sich vielleicht auch dann entschieden, dass sie das nicht möchte. Und dann kam dann so eine Antwort, er sagte, ja, aber ich kenne ja nicht die ganzen Hintergründe, da ist das halt schwierig, das zu beurteilen. Auf jeden Fall ist es so, dass sie, wenn sie heimlich mit einem anderen ein Date hat, dass sie dann sterben wird. Das hört sich dann fast so an. Als ob eine Höhle drunter ist. Das hört sich dann fast so an, als ob er die umbringen würde, eventuell. Also, da habe ich dann auch, wo habe ich denn da reingegriffen, habe ich gedacht. Das ist aber wirklich, ja. Muss man da die Polizei anrufen oder was? Gut, da er das alles öffentlich gemacht hat und auch, wie ich inzwischen gemerkt habe, auch andere Leute schon seine Videos dazu was geschrieben haben. Ist er ja bekannt, ja? Bekannt wie so ein bunter Hund, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob man da trotzdem sagen soll, hier deutsche Polizei, pass mal auf, da ist irgendein Idiot, der andere bedroht, im Prinzip die zu töten. Und vielleicht sollte man auch der koreanischen Botschaft schreiben, dass sie dem bloß kein Visum gibt. Wobei ich nicht weiß, ob man überhaupt ein Visum braucht in Korea. Vielleicht braucht man kein durstiges Visum. Keine Ahnung, im Moment ist das zum Glück ja mit der Corona. Und ich glaube nicht, dass man so schnell wieder nach Korea fahren kann. So Geplätscher. So, wie weit geht das da? Also hier. Das Ding da kommt, also das da runter geschossen. Das lassen wir mal. Oh, guck an, da ist aber noch Eisen. Das war nur einer. Ist egal. Besser einer als. Ja. Besser einer als keiner, würde ich sagen. Jetzt mal wieder nach links gehen. Irgendwie.
machen wir das mal, dann sind wir ja hier fast schon auf der, fast schon der, mal wenn jetzt nicht wieder so eine Riesenhöhle dazwischen ist. Hört sich ja so an, das kann natürlich die sein, die wir eben mehr oder weniger passiert haben, so halb. Ja, das ist so eine Sache, ne? Da habe ich an irgendein Wespennest gegriffen. Ich habe ihm dann noch eine E-Mail geschrieben, habe ich bis jetzt noch keine Antwort drauf bekommen. Wobei ich dann noch, weil er hat das nicht so ganz deutlich gesagt, mit dem, dass er die umbringen will. Aber ich hoffe, ihm das vielleicht noch zu entlocken. Aber ich habe schon in E-Mails, ich habe schon im Internet gesehen, in YouTube-Videos, dass es Leute gibt, die das halt schon analysiert haben und auch Videos von dem gesehen haben und gemerkt haben, ja, der will die Sängerin töten, eventuell. Also das ist ja dann sicherlich auch, und das waren auch, so wie es aussieht, Fans von den Gruppen. Oh, guck, da ist noch Eisen.